Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind wieder hier in unserem Schuppen Nummer 2, glaube ich, ist das. Und Nummer 3 ist ja schon fertig und Nummer 1 sowieso. Und wir machen hier weiter. Letztes Mal haben wir aufgehört, irgendwie noch mit Kartoffelfeld und gucken, wie es draußen aussieht. Der Giebel nämlich. Und da oben müssen wir auch noch einräumen. Ja, ich will jetzt erstmal mich hinlegen, weil es ja gerade Nacht ist. Und morgen, also jetzt, machen wir weiter. Wie sieht's aus mit den Bäumen hier? Nee, da ist nichts mehr gewachsen. Ja, ist ja gut so. Soll erstmal so bleiben. Ah, das sieht schön aus hier. Das gefällt mir. Ja, okay, gut. Also, nicht ganz nach unten. Ich muss mich nochmal aufs Laufende bringen. So, ja, guck mal hier, so komisch sieht diese Fläche gar nicht aus. Aber irgendwas kann man da schon machen. Ich versuch mal. Hier, wenn ich das hier wegmache. Und dann, als habe ich natürlich nichts mit. Dann schaue ich mal hier. Das habe ich gerade weggemacht. Was habe ich denn da eigentlich? Naja, gut. Das ist ja noch von. Sind wir da oben eigentlich jetzt komplett fertig? Ja, doch. Mit den Fenstern und so weiter. Das Dach ist fertig. Da habe ich ja nochmal geguckt, ob das von außen dann auch alles so ist. Wie es denn sein soll? Ja, doch, das sieht so aus. Okay. Das stört mich ein bisschen, dass da immer das. Ja, gut, das geht halt nicht anders. Ja, doch, ich müsste hier ganz nach vorne gehen und dann zur Seite. Naja, egal. So, wir brauchen das hier. Nee, das ist kein Holz. Das lasse ich mal da. So, hier dachte ich mir, dass wir das so. Da irgendwie mal. Ah, nee, Moment, das geht nicht. So. Jetzt falle ich da wieder rein. Passt das da? Kann ich das da so rüberziehen? Ich muss doch wieder rausgehen. So, ja genau, da komme ich hoch und vorbei. So, ja, gut. Da könnte man sogar noch was hinmachen, oder? Da ist ja auch nichts. Aber die Frage ist, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wie sieht es aus mit den Kartoffeln da? Ja, gut. Oh, da will ich mal schnell weg. So, kommst du jetzt hierher? Nee. Oh, ich kann ja mal mit den. Da ist er. Jetzt hat er mich gesehen, oder? Ich kann ja mal den Bogen ausprobieren. Hey, ich muss ein bisschen weiter weglaufen. So. Ah, da vorne steht er. Ich sehe ihn. Gut, dann nehme ich mal den Bogen in die Hand. Und Pfeile auch. So. Hey, wo rennt der hin? Oh, okay, gut. Gleich weg. Da ist aber noch was. Ich habe das gesehen hier vorne auf der Minikarte. Das ist ja unterirdisch. Nee. Hey, wo war der denn? Wo war der denn jetzt? Und ich habe kaum was gehört, das war so leise. Ist das Spiel so leise? Nö, eigentlich höre ich hier was. Naja, gut. Jetzt haben wir da eine Menge Schaden. Jetzt müssen wir den Schaden reparieren. Naja, gut. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ja, den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Der muss ja direkt neben mir gestanden haben. Also auf der Minikarte habe ich es gesehen. Mensch, was für ein Riesenloch. Ah, dann weist das darauf hin, dass der doch unterirdisch war. Moment mal. Ich muss die Minikarte wieder ein bisschen größer machen. So, genau. Ungefähr so. Dann war der wahrscheinlich doch unterirdisch. Aber da war doch kein Loch drin. Ja, komisch. Aber, naja. Irgendwie war es wohl doch so. Ja, irgendwie so hin. Ich brauche neue Erde. Jetzt machen wir eben das hier, das Loch erst wieder voll und reparieren das alles. Bevor wir was anderes weitermachen. Hier haben wir noch mehr Erde. Ja, mal schauen, ob das genügt. So, hier.
Ich fülle das alles einfach mal so mit Erde auf. So, und da unten, das kann ich sowieso alles mal hier voll machen. Ne, da soll nichts hin. Also ich meine keine Erde, da kommt natürlich was anderes hin. Da ist noch alles in Ordnung. Okay, jetzt brauche ich hier drei davon und ich habe keine da. Hm. Okay, aber dann kann ich ja schon mal mit dem hier weitermachen. Nee, Moment. So, und ich kann auch schon was anpflanzen, wenn ich denn... Was da? Ja genau, das sind die Samen. Das sollte genügen. Nee, da fehlt noch einer. So, genau, jetzt haben wir das hier wieder. Gut, das wächst schon wieder zu. Jetzt brauchen wir nur noch sowas da. Jetzt nur die Frage, wo ich die jetzt herkriege. Boah, keine Ahnung. Da muss ich mal ins Lager schauen. Ja gut, mache ich eben. Kann ich die irgendwie so zusammenbauen? Ich hab gar keine Ahnung. Da. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich solche Steine irgendwie vorrätig habe. Muss ich mich da auf den Weg begeben? Und was holen mit der Dingsbums-Spitzhacke, mit der Behutsamkeitsspitzhacke erbauen? Ich glaube... Diamant habe ich... Nee. Effizienz? Nee, wo ist denn Behutsamkeit? Da. Ich packe jetzt mal den Bogen da wieder weg. Und hier die Pfeile. Oh ja, und Kartoffeln. Ich muss mir Kartoffeln anpacken. Ich esse die schnell noch eben auf. Ja, okay. Dann nehme ich jetzt erstmal die mit. Gut, das muss reichen. Puh, diese Steine. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die sonst herkriegen könnte. Ja, egal. Dann halt nicht. Dann schauen wir mal. Ich teleportiere mich erstmal wieder zurück. Ich brauche nur drei Stück. So, wir müssen jetzt irgendwo hingehen, wo wir schon lange nicht mehr waren, nach der Einführung dieser Steine. Ist ja die Frage, wo das ist. Oh, guck mal, da hinten, da ist ja gar nichts gerendert. Da ist ja eine Lücke in der Landschaft. Okay, gut. Ja, dann gehen wir mal dahin. Wir laufen also da rüber, quer übers Feld und durch den Wald. Und vielleicht finden wir im Wald ja schon was. Dann schauen wir mal, was da hinten ist. Wir unterbrechen also jetzt unser normales Programm und machen einen Ausflug. Zu diesem Zweck will ich aber... Ja, okay, dafür habe ich ja die Kiste unten im Keller. Will ich aber das Inventar ein bisschen leer machen. Ja, da geht noch ein bisschen was rein. So, das kann alles mal weg hier. Da kann eigentlich alles raus. So, dass da die Erde auch... Das da lasse ich aber noch da, weil ich ja damit nachher gleich weitermachen will. Und damit ist die Kiste auch voll. Guck mal hier, da ist noch ein Pfeil. Den kann ich gleich wieder mitnehmen. Und dann da mit dazu packen. Dann haben wir da wieder 64. Wie sieht's mit dem Schwert aus? 31. Ja, das muss noch reichen jetzt. So, wir begeben uns jetzt auf eine Tour. Unerwarteterweise, das war nicht geplant, aber wir müssen das eben jetzt machen, weil ich das Ding jetzt hier in Ordnung haben will. So, quer übers Feld, da hinten, da haben wir, ja, dann da ist eine Lücke, da ist ein, wie nennt man das, Pass? So eine Lücke zwischen den Bergen, wo man halt durch kann. Oder da, wo die Berge halt nicht so hoch sind. Das ist ein Pass, glaube ich. Okay, da müssen wir, also ich gucke gerade ein bisschen, wie das aussieht. Naja, da ist noch nicht alles gewachsen. Ich könnte mal hier so Chunklauder verteilen, dass hier auch alles wieder vernünftig wächst. Das kann man ja mal so schnell zwischendurch machen. Das dauert ja nicht lange. Und dann kann ich die ja sogar vergraben. Dann weiß ich nur nicht mehr, wo sie sind. Ja, stimmt. Ich wollte die ja auch gerne wieder wegmachen. Dann muss ich irgendwas Unterirdisches bauen. Dann muss ich Gänge graben und die dann da hinsetzen. Aber was für eine schöne Gegend hier.
Achso, da ist das Gewässer jetzt. Ja gut, wir müssen noch weiter. Der Pass ist aber auch schon wieder zu Ende hier. Da geht es ein bisschen weiter nach unten. Ja, will ich aber jetzt nicht. So, da ist noch mehr Wasser. Ach so, ja gut. Dann halte ich mich da... Oh, Moment. Da kann ich ja da am Ufer entlang laufen, aber so im Wald. Ich muss ja sowieso jetzt dann... Ja gut, ich muss ja irgendwo hin, wo Steine sind. Da vorne haben wir schon mal Steine, aber... Ja, warte mal, ich hab... Puh. Wie muss ich das machen? Ich muss halt einfach weit genug laufen. Und dann mal in der Erde ein bisschen buddeln. Oh ja, und essen auch. Das Ei kann weg hier. Oh, da war sogar ein Huhn drin. Oh, hat er Gesellschaft hier mit den zwei Schafen hier. Oh, da sind noch zwei... Nee, ein Schaf und eine Kuh. Und es wird dunkel. Ah, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Nee, komm. Ich kann jetzt nicht die Schafe daran glauben lassen, nur mal ein Bett zu machen. Nee, das will ich nicht. Wir müssen das jetzt einfach so hinkriegen. Dann laufen wir die Nacht durch. Das wird ein Spaß werden. Aber wir sind ja ständig in Bewegung. Von daher... Oh, ist das... Hey, ist da... Da ist ja Wolle. Ach, weil da Wölfe sind. Guck mal hier, der hat das Schaf... Hat jetzt das Schaf gerissen? Auf jeden Fall habe ich jetzt dreimal Wolle. Da auch, hier, guck mal. Da, noch mehr. Der reißt die Schafe alle. Ja, okay, gut. Der braucht ja auch was zu futtern. Dann kann ich mir aber jetzt ein Bett bauen. Ja, guck mal, da auch. Ich brauche jetzt nur noch... Ja, hier von allen Seiten kommt das auf mich zugeflogen. Ah, da musst du mich gar nicht so angucken. Ich baue mir jetzt schnell ein Bett. So, ich brauche auch eine Werkbank, aber ich habe ja eine mit. So. Na los, drauf da. Holz. So, drunter und drüber dann das hier. So, genau. Nee, ich will ja hier das Bett hinstellen. So. Ja, dann bringe ich die Nacht hier mal sicher rum. So, das nehme ich wieder mit. Okay, so, jetzt müssen wir uns orientieren, wo es weitergeht. Oh, guck mal, ja, hier, da ist viel. Wir müssen uns ein bisschen hier so in die... Ja, guck mal, was hier alles rumliegt. Die reißen echt alle Schafe. Naja, gut, dann werden sie bald nichts mehr zu fressen haben. Ich muss hier durchkommen. Ja, auf der Minikarte sieht man es. Ach so, das ist ein Gebirge oder sowas. Ja, okay. Ich schau mal, ob ich da hochkomme. Na los. Nee, ich komme da gar nicht hoch. Aber hier, ja, okay, so. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal diese Gesteinsarten hier. Das ist schon mal gut. Aber diese anderen kommen aus einem anderen... Aus einem anderen Dings. Aus einer anderen Mod. Joa, das sieht eigentlich ganz nett aus hier. Diese Hochebene hier. ich gehe mal ein bisschen so nach Nordosten. Hier so in diese Richtung. Da kann ich hoch. Da sind wieder Schafe. Ich weiß es auch nicht. Muss ich da in die Tiefe buddeln? Naja, ich laufe auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen weiter. Und dann werden wir eben, ja, uns mal im Gebirge umschauen. Also bei dem freiliegenden Gestein oder wir müssen nochmal in die Tiefe gehen. So, hier haben wir jetzt erstmal ein Gewässer wieder. sieht interessant aus. Was ist denn das Dunkle hier, da und dort? Dann schauen wir uns das einfach mal an. Wir erkunden das einfach mal. Wir sind jetzt sowieso in unserem normalen Ablauf durch unterbrochen. Durch dieses... das ist Wasser. Echt jetzt Wasser ist das?
Das sieht so komisch aus. Naja, tut's wohl. Wasser und Schnee. Nee, Schnee sieht anders aus. Naja, doch, aber das soll wohl Wasser sein hier. Das geht da hinten in die Ecke rum. Ja, ja, das ist Wasser. Okay, gut. Also das Dunkle, da ist Wasser. Ja, gut, dann also laufe ich jetzt eben um den Berg hier herum. So, dass wir da hinten wieder da in die Ebene kommen. Irgendwie so da an die Küste. Und dann werden wir da mal schauen, ob wir da was finden. So, hier haben wir... Oh, da geht es sogar nach unten. Das wäre ja eigentlich eine gute Gelegenheit. Was ist das hier? Das ist die Insel da vorne. Ja, genau. Da ist auch ein bisschen grün. Naja, grün oder Gras oder so. Naja, gut. Also, dann schauen wir mal... da war doch gerade noch ein Loch irgendwo. Hier, da. Schauen wir mal da nach unten. Eigentlich sollte doch der Sand da runterfallen. Ja, egal. So, wir schauen jetzt mal da rein, was wir da finden. Und werden dann sehen, ob wir da dieses Gestein drin haben, was ich brauche.